Der Apfel war für die indigenen nordeuropäischen Völker, die Waldvölker, wie die Kelten, Germanen, Slawen, der Inbegriff des Lebens. Denn ihr Leben hing eigentlich vom Apfel ab. Im Winter war das die Hauptvitaminquelle. Es wurden Apfelschnitz gemacht, wie noch in den Bergen heutzutage, Apfelessig, Apfelmost. Und das trug das Leben durch den Winter. Und der Wintergeist, der Gott des Winters, den wir als Weihnachtsmann kennen, der trägt einen Sack Äpfel und Nüsse mit sich und auch Haselruten. Die Haselruten, mit denen er die jungen Frauen schmackkostert, und das ist nichts Böses, sondern gut gemeint, durch die Hasel fließt die Energie der Ahnen aus der anderen Welt und die Frauen werden dadurch fruchtbar, sodass sich die Ahnen wieder verkörpern kann. Das war der Glaube. Und der Apfel ist die beliebteste Speise für das ewige Leben. Die Göttin Iduna bei den Germanen hat ja einen Apfelhain gehabt und die Götter selber haben sich jung gehalten, indem sie diese Äpfel der Iduna gegessen haben. Das Land der Toten bei den Kelten hieß Avalon, das heißt nichts anderes als Apfelland. Also da kann man sehen, wie schwierig es war für die Missionare, für die der Apfel der Sündenfall darstellt, wo die böse Schlange kommt und Eva verführt, einen Apfel zu essen. Natürlich war das der Granatapfel, aber das wussten die Übersetzer nicht. Und dass dann der Apfel mit der Sünde verbunden ist, das ist ein großer Sprung gewesen für die neuen Gläubigen, für die frisch Getauften. Ja, das ist der Apfel, eine heilige Pflanze, der Apfel, der dann eigentlich auch im Märchen vorkommt, aber da hat er schon eine andere Bedeutung im Schneewittchen, wo sie den vergifteten Apfel der Hexe isst. Wer weiß, was die Symbolik da ist. Die Hexe vielleicht ein Symbol des alten Heidentums, die dann den Apfel gibt und es ist dann ein Giftapfel.